Heute, was geht ab, Leute? Hier. Es ist 13.08 Uhr. Ich hatte gerade mein X-Ray. Es war immer noch Mewtwo mit Spuckball und immer noch nicht shiny. Aber kein Problem. Lenne ich hier neben mir ein. War okay, war nichts Besonderes. Standard-Rate halt. Da gibt es halt nichts, wo ich euch gut abstellen kann. Deswegen erzähle ich euch das mal im Nachhinein. Heute nur 3. Checkt das Video von letzter Woche ab. Da hatte ich Rekord 7 Stück an einem Tag. Es hätten 9 sein können, aber es waren dann leider nur noch 7 verfügbar. Aber trotzdem danke an alle, die mich eingeladen haben letzte Woche. Und diese Woche sind halt eigentlich alle um 13 Uhr. Und da sehe ich auch schon ein paar Kollegen. Servus, viel Glück. Ja. Und ja, deswegen heute nur, ich sag mal nur 3. Und wir hatten gerade einen Glückstausch am Start mit dem Kollegen Sturm von Max. Er wollte einen shiny Registil. Ausbeute von meinem Regi-Wochenende könnt ihr abchecken. War okay, war ganz nett. Und natürlich das Fazit, meine Beurteilung zum Ticket und zum Event an sich. Könnt ihr auch gerne abchecken. Und wenn wir schon dabei sind, falls ihr mich und den Kanal unterstützen wollt, gebt ein Like, ein Abo, einen Kommentar und aktiviert die Glocke. Auf jeden Fall hat er sich einen shiny Registil gegönnt und ich mir einen shiny Mankey. Ist leider nicht 100 geworden, weil Gazaf ist eigentlich so einer der letzten Gen 1 100er, die ich noch brauche. Wird eigentlich mal Zeit, dass ich die Mankey Quest jage für einen 100er Mankey. Wird eigentlich echt Zeit dafür. Aber jetzt erstmal auch zum nächsten X-Ray. Oh mein Gott, ich habe fast verpennt auszusteigen. Hab ein paar Kommentare gelesen und dann hab vergessen, dass ich nur eine Station fahren muss. So, los geht's, Alter. Und anscheinend ist es diese Woche, also heute nicht das letzte Mal. Das soll irgendwie nächste Woche auch noch am Start sein. Ich dachte eigentlich die ganze Zeit, heute ist das letzte Mal. Aber ey, schauen wir mal. Mir ist egal. Soll der Shiny mit Spukball nicht kommen. Ich habe natürlich ohnehin Tage, wie es bei euch so lief. Also die meisten schreiben eh wieder, dass sie leiden und nicht hingehen konnten. Tut mir leid. Ich werde angestarrt. Wenn wir schon davon sprechen, können wir die Mankey Quest auch echt jagen, sonst haben wir gerade nichts zu tun. Das ist zufällig eine Makuhita Quest. Hat die einfach so im Beutel, wusste ich nicht, was das jetzt ist. Aber das müsste Mankey sein. Und der braucht irgendwas mit 99, 499. Zwei Sichlor, Doppel Shiny Check. Ihr kennt doch hoffentlich noch dieses Nest, wo ich verzweifelt auf der Jagd nach einem Shiny Sichlor war. Und dann musste ich bis nach Kassel fahren, um meinen ersten zu bekommen. Die Mühle geht raus nach Kassel, Leute. Und der hier müsste, nee, nicht der. Der hier müsste nochmal die Mankey Quest haben. Wird jetzt gejagt. Toi, toi, toi. So, direkt mal 3 Mankey abholen. Puh, dieses Wetter, oder? Leidend. Unleidende Mankey. Oh, das ist kein Mankey. Woher habe ich den? Dann nur 2 Mankey. Dachte mir schon, hä? Wo habe ich bitte schon wieder 3 Quests? 4,91, leider nicht ganz. Ich habe mal ein 10er-Ei, Alter. Ich habe nur 10 Eier, deswegen habe ich nur eins gebütet. Und reduzierte Kilometer. Kann man sich schon mal gönnen. Ich will mir kein Barschwa gönnen, Alter. Leiden. Okay, nächster Check. Nicht Mankey, sondern Schnäppke. Nehmen wir unterwegs auch noch mit. Und Fritzeblitz. Das sind so die 3, die wir noch shiny oder 100 jagen. Ne, habe ich keine Ahnung, was ein 100er ist. Aber shiny wollte ich. Da habe ich bisher immer noch keinen. Alter, Leute, schau mal, was ich hier habe. Das dritte Lapras-Krypto, was ich jemals gefunden habe. Sehr überraschend. Hätte nie wieder damit gerechnet, den jemals zu sehen. Und das ist leider nicht 100. Schade. Das wäre zu krass gewesen.
Doppel-Mankey-Check. Und. Und. 4,82. Leider nein. Zweiter. Das waren die letzten Mankey für heute. Danach kommen noch ein paar Fritzeblitz. Leider nicht. Und noch ein paar Schnäppke. Denn ich habe heute noch einen dritten X-Ray. Einen dritten und letzten. Der ist aber bei mir zu Hause. Das heißt, danach gehe ich nicht nochmal los. Wir checken dreimal die Fritzeblitz-Quest ab. Und anscheinend wurde Gala Makabaja angekündigt. Geleakt, was auch immer. Und. Nope, noch nicht. Nochmal zwei. Und dann drei Schnäppke. Schnäppke? Ja, Schnäppke. Und dann auf zum X-Ray. Wetter ist auch richtig schlecht. Die letzten paar Tage zum Glück am Samstag beim Regi-Event gutes Wetter. Eigentlich ist der Tag fertig. Ich habe die drei Schnäppke abgeholt. Leider kein Shiny. 100er weiß ich gar nicht. Aber wenn, dann bräuchte ich eh nur 100 weiblich. Müsste ich mal abchecken, ob da einer dabei war. Beziehungsweise was überhaupt ein 100er ist. Schnäppke. Jetzt gehen wir noch auf zu unserem letzten Mewtwo. Alter, es ist schon so dunkel. Es ist gerade mal nicht mal halb fünf. Nee, halb sechs. Nicht mal halb sechs und es ist schon einfach stockdunkel. Dementsprechend seht ihr wahrscheinlich nichts. Ich glaube, vielleicht sehen wir uns einfach zu Hause wieder mit dem Fazit und da blende ich dann nebenbei den Mewtwo Raid ein. Es sei denn, er ist krass. Dann schalte ich euch, glaube ich, nochmal an. Ja, Mann, ihr seht einfach gar nichts. So, Leute, es ist der nächste Morgen. Mewtwo Raid, ja, nichts Besonderes. Blende ich nebenbei nochmal ein. Wie gesagt, es war schon extrem dunkel. Ihr hättet nichts mehr gesehen, auch wenn ich euch ausgepackt hätte. Aber wie gesagt, ihr habt nichts verpasst. Und ich habe jetzt überraschenderweise, wer die Videos gesehen hat, Max und Monday gestern und das letzte eBay-Format, wo ich auf Amazon unterwegs war, das hier bekommen. Ich kann es nicht ganz zeigen, weil ich habe keinen Bock, jetzt Product Placement, Produktplatzierung, Werbung oder so einzublenden. Mehr dazu auf jeden Fall demnächst. Ich dachte zuerst, dass ich nur eins bekommen hätte. Aber dadurch, dass sie so schmal sind, waren es einfach zwei aufeinander. Und ja, Gewinnspiel demnächst wird folgen für eins davon. Das andere, das wird sich gegönnt. Und checkt das Video von morgen wahrscheinlich ab. Da ist erstens Kobalium ist am Start. Da mache ich hoffentlich meinen ersten. Und ein bisschen mehr darüber wird dann auch erzählt. Ja, Kobalium ist am Start, wie gesagt. Und dementsprechend auch andere Raids. Die schauen wir uns gleich noch näher an. Ich habe gestern Abend noch zu Hause was gefangen. Was Nettes, eine Kleinigkeit. Oh. Ich habe mir zwar schon einen ertauscht, dementsprechend kommt er leider zu spät. Hätte ich mir 40.000 Sternstab gespart, aber Magnetilo scheint mein erster. Kann nicht klagen. So, dann haben wir neue Raid-Bosse. Passend dazu sind die Raid-Bosse Kampf und Feuer. Weil Kobalium ist ja Kampf und Stahl. Und Stahl ist schwach zu Feuer oder gegen Feuer und Kampf. Einser gibt's. Nicht alle sind shiny. Der Frosch passt nicht dazu, aber Mankey. Könnte ich sogar noch gebrauchen. Shiny und 100. Nee, Shiny nicht mehr, aber 100. Fukano gibt es natürlich Shiny. Hunduster gibt es auch Shiny. Mediti gibt es auch Shiny. Shinux gibt es Shiny und ist einfach nur drin, weil er Shinux ist und die Leute ihn haben wollen. Der Frosch, ich weiß gar nicht, wie der heißt, gibt es nicht Shiny. Und Click. Gibt Shiny, aber hat mit dem Raidboss an sich jetzt nichts zu tun. Er ist einfach nur drin, weil beliebt. Selbes gilt für Alola Kokowai, Stufe 2. Magma ist drin. Eagle Lava. Und Makago. Ich könnte eigentlich jeden davon gebrauchen, außer Eagle Lava. Makago, Magma brauche ich immer noch einen. Und Alola Kokowai, Shiny und 100. Vielleicht werde ich Part 2 einfach jagen und durchsuchten. Dreier haben Alola Raichu, den bräuchte ich auch noch. Ulona, Machomai, Flamara, Hariyama. Vierer, Bluga, Alola Knogger, Despotar, Logok. Interessant und absurd. Und dann als Fünfer natürlich Kobalion. Mal schauen, auf jeden Fall mache ich heute einen, zumindest den Dex-Eintrag und mehr glaube ich nicht, also keine Tour, weil morgen müsste rein theoretisch wieder eine Rage-Stunde sein. Bin gespannt, ob eine stattfindet, weil angekündigt wurde glaube ich nichts bisher. Macht aber auch wenig Sinn, jetzt auf Rage-Tour zu gehen, wenn morgen eine Rage-Stunde ist. Aber abgesehen davon war es von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid, immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab, vergesst nicht, Pokémon ist serious business.